Hallöchen, Freunde des antiken Ägyptens und herzlich willkommen zu unserer Kampagne mit Ramses, dem im Spätdritten. Die Kanaanäer sind voll die netten Leute. Die haben uns jetzt hier in der letzten Folge, haben die uns wieder geholfen. Also ich habe eigentlich auch nur mit denen Krieg, weil irgendwie am Anfang mit denen Krieg war. Die sind total nett, voll die coolen Leute. Die Götter selbst scheinen vor Zorn aufzuheulen. Was halt richtig geil ist, dass wir unsere Armee komplett wieder aufpushen konnten nach der Schlacht. Und wir verfolgen jetzt erstmal weiter unseren Plan. Wir eilen jetzt erstmal nach hier. Die Sonne leitet mich. Ramses ist unterwegs. Ja, dann müssen wir ja auch hier vorne schon landen, weil hier ist alles nur Steilküste. Ich meine, okay, vielleicht könnte man direkt hier an der Region landen. Das Geilste ist, Ramses ist immer noch nicht da. Das ist Tausretz-Gebiet, ne? Tja, vielleicht mal gucken. Den militärischen Zugang, aber ich glaube, da waren sie immer alle nicht so begeistert von, ne? Wissen ist Macht. Ja, hier wird's auch eher weniger bei Tausretz. Sprecht ganz frei. Oh, eure Gedanken sind hier stets willkommen. Die ist die stärkste? Das machen wir. Und da können wir vielleicht noch was rausholen, ne? Was hat sie denn im Überfluss? Steine. Ich glaube, beim Rest brauche ich es gar nicht versuchen. Alter! Da verändert sich kaum was. 300? Okay, das war ein bisschen sehr viel. Zack, 240 Steine. Ah, da geht er auch runter. Wenigstens noch ein Gold? Nein. Bronze braucht sie eher. Ja, dann ein bisschen mit Nahrung auffüllen. Okay, das war's schon. Mehr wie 6 gehen nicht. Aha, wir sind im Nahrung auch schon wieder im Minus. Ich wusste, dass wir uns einig sein würden. Tja, aber mit der auch Nicht-Angriffspakt. Guck mal, wie viel Nicht-Angriffspakte wir schon haben. Die Reihe ist voll. 10 Leute. Na, den militärischen Zugang, den möchte sie aber halt nicht. Das wollte ich ja eigentlich haben. Naja. Erstmal egal. Vielleicht will sie es ja nächste Runde haben. Der Maus geht schneller. Vor allem ist voll geil, dass hier Ashkelon die weggeballert hat. Dadurch ist im Prinzip für uns die Gefahr erstmal gebannt. Ich meine, wir haben ja hier ein Schiff noch gesehen. Wo war es hier? Hat aber halt nicht so viele Einheiten und ich sehe die halt. Ich bin nur wegen einer Sache hier. Die sind nicht ansatzweise so stark wie die Luka. Also die Luka waren, glaube ich, bis jetzt das Stärkste, was von den Seevölkern gekommen ist. Und naja, hier dümpeln dann noch ein paar Armeen von den anderen rum. Wir haben hier eine fette Garnison. Ich denke mal, das können wir so lassen. Für den Ruhm des Pharaos. So, und hier? Der hat seine beiden Wagen bekommen. Ja, der ist stolzer Sohn Ägyptens. Du marschierst jetzt hier weiter. Gönnst dir den Bonus. Und kommst dann quasi von hier oben dann wieder rum. Vorrücken! Gehst mal bis da. Ich werde mich beweisen. Und bevor ich rekrutiere, werde ich gleich erstmal beim Baum ein bisschen gucken. Für den Krieg ausgebildet. Stets pflichtbewusst. Er hat schon so viele Fernkämpfer. Diese beiden Sachen sind ja immer noch nicht fertig, ne? Errichtet in ein die Festung. Und hier auch errichtet in ein. Sind aber schon Elite-Bogenschützen. Könnten wir hier vielleicht in die Festung diese eine Mejau-Einheit geben? Dann mal 2 Speerträger.
Ich lasse das, glaube ich, erstmal noch so. Ja, fürs Erste lasse ich die erstmal alle noch bei Nefi. Wir ziehen weiter. Stolzer Sohn Ägyptens. Macht euch bereit, Männer. Gehen. Haust du hier erstmal wieder ab. Nur falls irgendwas passiert, mal schon mal wieder in die Richtung hier. Na, oder aber? Nee, warte mal. Das war aber. Jetzt gehst du doch mal hier. Ich werde eurem göttlichen Willen folgen. Auf geht es, Männer! Du holst doch von hier hinten die nächsten Truppen. Zum Anführer geboren! So, Tauschabkommen abgelaufen, Hofaktion, Siedlungsverbesserung und Bau. Machen wir mal den Hof. Da sind wir! Das Zentrum des Wohlstands und der Macht Ägyptens. So, genau. Bei dir holen wir uns erstmal 200 Gold. Geht nicht leichtfertig mit den Geschenken Ägyptens um. Nee, mach ich nicht. Dann pushen wir den wieder nach oben, damit wir dann wieder mehr Hofaktionen bekommen. Falls ich es nochmal machen darf, warte mal. Aha, erst beim nächsten Horusgeleit wieder. Und hier ist das genauso. Wir erstmal. Obwohl doch, nee, wir bleiben hier beim Visier. In der Wüste lernen wir neue Freundschaften zu schätzen. Siedlungsverbesserung in Nepgees. Produktion aller Ressourcen. Wird dann nochmal auf plus 20 hochgehen. Die Zufriedenheit kann uns eigentlich nicht interessieren. Wir machen plus 9, geht auf minus 2, minus 2 runter. Ah, ich bin ja so ein Produktionsfreak, ne? Erstmal Produktion pushen. Oh, da wären wir schon wieder so weit. Ohne abschießen. So lange, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber so lange dürfte unser dritter Gottplatz auch gar nicht mehr dauern. Jetzt bin ich mal auf das Schiff gespannt, weil ich ja abgehauen bin da. Ist das schon weg oder nur nicht mehr zu sehen? Ja, ich wollte gerade sagen, da bei Shemet Min, da war einer. Er zieht sich erstmal zurück. Er kommt auch nicht mehr ran. Naja, okay, im Moment bewegt er sich immer so ein kleines Stück vor. Er schickt unser Verbündeter aber auch gleich die nächsten Armee nach oben. Wo er eigentlich immer unten ist. Das ist ja unter Ägypten, das andere ist Oberägypten. Da sind die ganzen fetten Steinbrüche, denke ich mal. Hat er verloren? Wurde das hier unten eingeblendet? Also ich habe es so schnell nicht gesehen. Ashkelon, das ist, wie gesagt, das ist eine echt gute Einheit. Der hat eine 20er Einheit weggebolzt. Die kommt doch bestimmt schon wieder zur Hilfe. Ey, Ägypter, was habt ihr gegen die Kanaanäer? Also für mich, muss ich ehrlich zugeben, sind das Freunde. So, jetzt sind wieder die Invasoren dran. Und da kommt schon das nächste Schiff angeschippert. Und da ist noch eins unterwegs. Ja, die haben vielleicht nicht so krasse Einheiten wie die Luca, aber so wie ich das sehe, sind das halt mehr.
So, dann machen die Libu-Eindringlinge. Auf jeden Fall machen sie erstmal hier was kaputt. Die Götter segnen mich. Bei Sauti. Eine leitende Hand. Was kriegen wir denn da alles raus? Ein Boldron-Komplott gegen Schatzmeister Seti schmieden. Eine Hofaktion weg und wir kriegen Gold. Ich bin sicher, das Letzte, was wir beide wollen, ist ein Interessenskonflikt. Daher würde ich euch bitten, untätig zu bleiben, bis ich mein Geschäft abgeschlossen habe. Natürlich sollt ihr finanziell den Verlust etwaiger Bündnisse entschädigt werden, die ihr im Auge hattet. Bedrohungskomplott gegen Seti? Da wird vielleicht der Schatzmeister frei und ich kann da rein. Komm, da ist Summer dabei. Das ist prima. Da sind sie schon wieder, Alter. Mit 17, ne? Ich erlebe meine Abenteuer allein. Also ich bin ganz ehrlich, ich hole jetzt Ramses auf jeden Fall nicht wieder zurück. Hier oben ist ja im Moment nichts, ne? Dann könnten wir eigentlich mal mit Nefi kommen. Ich fürchte nichts. Falls die da doch irgendwie mich belagern und dann durchbelagern. Die Götter haben uns verlassen. Komm, wir holen mal Nefi ran. Obwohl, warte mal. Keine Ablenkungen. Vielleicht noch ein paar Einheiten rekrutieren, ne? Wie sieht's bei der Bronze aus? Ich meine, Nahrung ist leider sowieso minus. Also wir haben noch über 1,5. Gold machen wir auch noch plus. Allerdings sind auch noch Handelsverträge am Laufen. Vielleicht erstmal ein paar einfache Truppen holen. So, immer munter weiter. Wir stoßen vor. Naja, wirklich nur Fernkämpfer hauptsächlich haben wir. Ab hier geht's mit Fernkämpfern los. Schwäche wird nicht geduldet. Tja. Ob ich mir die teuren gönne? Na, die kosten halt bei der Rekrutierung schon so viel Gold. Vergessenheit wird nicht mein Schicksal sein. Und auch noch Goldunterhalt. Na, das wären dann 370 Gold wieder weg. Und dann noch der Unterhalt. Kommt halt auch noch oben drauf, ne? Schlechten will ich mir eigentlich allerdings auch nicht holen. Nee, rekrutierst du erstmal nicht. Fürchtet mich. Wir nehmen doch den dafür. Du kommst jetzt mal wieder zurück. Vor mir liegt ein langer Weg. Müssen wir den eigentlich auch noch mitkriegen und vielleicht kommen wir noch bis zur Grenze? Ja, wahrscheinlich nicht ganz, aber... Ich ersuche das Allmächtige. Ja, immerhin noch bis hier. Voran! Ich brauche Klingen für mein Bestreben. Nur die Besten kämpfen an meiner Seite. Na, dann bringt er nochmal die schweren Streitwagen mit an den Start. Das Vermächtnis ist alles. Der holt dann wieder von da Truppen. Boah, da kann auch noch jede Menge marschieren. Ich beschwöre eure göttliche Pracht.
eine Runde noch, bis unsere dritte Gottheit am Start ist. Leider haben wir noch keine weitere Gottheit entdeckt. Dann müssen wir erstmal wieder den Reh nehmen. Vorwärts! Für Ägypten! Jetzt haben wir noch Ramses. Der kann jetzt wieder an Land gehen. Er wird quasi hier schon verfolgt. Und es sind auch 17. Auserwählter des Re. Ja, Tausret, eigentlich, ja, wollte ich bei dir militärischen Zugang haben. Den wolltest du uns nicht geben. Was ist das für ein Zeichen da? Ist das das Zeichen, weil ich eben hier eigentlich nicht lang rennen darf? Höchstwahrscheinlich, ne? Es ist ja auch noch dunkel. Geh mal zur Straße. Du hast dich auch schon wieder entwickelt. In den Hafen. So. Beim Trab geht die Genauigkeit nach oben. Wo ist denn da ist der andere mit 8? Rekrutierungskosten und Unterhalt. Dann machen wir den erstmal auf 8. Hier gibt es dann ja auch nochmal mehr Nahkampfabwehr und Erschöpfungsanstieg geht runter. Irgendwelche Dinge haben wir immer noch nicht bekommen, ne? Es ist zwar nur eine Vermutung, aber ich gehe mal davon aus, wenn man mehr glorreiche Siege einfährt, dann kriegt man bestimmt auch viel geilere Sachen. So, was ist denn hier noch offen? An den Hof? Ich heiße euch in den göttlichen Hallen willkommen. Können wir jetzt natürlich erstmal nur einen nehmen? Dann nehme ich erstmal nochmal den Desir. Und ihr schließt euch dem Stärksten hier an. Sehr schlau. Aha. Akteure. Ach so. Das ist das, wo wir mitmachen. Und das ist quasi das hier. Oh Gott, das wäre eine ganz schlechte Chance. Na, er hat auch mehr Legitimation wie der Wesir. Tja, das wird wohl nicht klappen, gehe ich mal von aus. Verlust von 1 Legitimation plus 1 für jede Fraktion, der dieses Komplott enthüllt wird. Ja, wie gesagt, wird wahrscheinlich nicht klappen. So, Bau ist so quasi überall möglich. Es hat nichts mit Produktion zu tun, dann machen wir erstmal nicht. Das ist noch nicht fertig. Mehr Zufriedenheit, mehr Arbeiterschaft. Brauche ich da auch erstmal eigentlich nicht. Die können wir nur die Scherdenkaserne verbessern. Nee, ich spare mir erstmal alles. Denn sie wird bereit, die Runde abzuschießen. So, oh, seht ihr, hat die da weggemacht? Tausret greift auch an. Kriegt bestimmt Unterstützung. Nee, der flüchtet erstmal. Ach, Tausret kommt nicht mehr ran.
Aber naja, Shemetmin ist ja auch noch dran. Na, ist noch nichts passiert. Na, greift er da auch an? Ja, der hat die versenkt. Das richtig gesehen, er hat nur 4. Ne, 7. Aha. Aha. Das sind doch diese krassen. Ne, das sind die, die wir selber hatten. Diese berühmten Apiro-Schleuderer hat er dabei. Der Manifold, der hasst uns bestimmt auch. Weil ihm da seine Region weggenommen haben. Er fährt mit großen Schritten auf die zu. Bam! Haben sie zusammen angegriffen und gewonnen. Was ist eigentlich mit der hier, Alter? Die hat irgendjemand abgebrannt und die wäre verfügbar. Boah, die hätte ich mir auch holen können. Ist gar nicht so weit weg. Vor allem mit dem Nil kannst du ja unheimlich lange runterscheppern. Das würde ich gerne haben. Ich glaube, jetzt mit Ramses hätte ich es vielleicht geschafft, da rechtzeitig anzukommen. Aber ob Nephi das noch packt, bevor sich die jemand geholt hat? Weil das ist auch so eine Vermächtnisding, ne? Naja, ich sehe das jetzt schon hier. Die ganzen Kanaanäer kommen da alle runter. Die kommen wieder, um gegen die Invasion da zu helfen. Da, jetzt sind die Türsehner dran. Die fahren natürlich mir hinterher. Und diese eine, ey, wie lange die da schon überlebt. Und wir können eine neue Bestrebung auswählen. Holz gehört allen. Da würde es 2000 Holz geben. Ja, aber ob ich jetzt in die Nähe einer Holzregion komme, das weiß ich nicht. Heiliges ägyptisches Land. Weiß ich auch nicht, ob wir da rankommen. Ja, Goldprestige. Sie 2000 Gold für zusammenbekommen. Das ist aber eigentlich noch das Wahrscheinlichste, ne? Ja, komm, wir nehmen die mit dem Gold und dann wird unsere Beziehung bis auf Tauschhandel bei allen plus 10. Das bedeutet, so gewisse Sachen, die ich machen wollte, wären dann vielleicht möglich. Komm, nehmen wir mal. Oh, wir haben jede Menge offene Aktionen. Okay, die ist halt auch echt weit weg. Kommt Ceti auch gerade? Ich weiß nicht, ob es durch eine Rebellion war oder ob die jemand niedergerissen hat. Auf jeden Fall sollten wir zumindest ich will in die Schlacht ziehen, wieder vorbeizukommen. Uns steht ein langer Marsch bevor. Ich beschwöre eure göttliche Pracht. Wir wollten ja sowieso da unten hin. Ne, darum kann ich auf jeden Fall nicht. Tja, der macht in die Wüste. Für Ägypten.
Die Welt ist dem Wahnsinn verfallen. Marsch bereit machen, Männer! Du marschierst ja hier eh auf der Straße lang, dann kannst du den auch noch mitnehmen. Dann gehst du hier. Ich ersuche das Allmächtige. Ah, okay. Der darf da nicht durch, weil er den Sandwandler nicht hat. Na, hier ist überall noch nichts. Na, egal. Wo immer ich gebraucht werde. Der andere Weg ist mir aber zu lang. Ich werde ein Vermächtnis erschaffen. Du aus dem Marsch wieder raus. Du rekrutierst aber auch erstmal nicht. Erstmal wieder ich bin unterwegs. Ja, da oben Nahrung. Ich denke mal, bei Ramses ist der Bonus wahrscheinlich schon weg, ne? So viel Minus, wie wir da machen. Und natürlich wahrscheinlich Handelsabkommen abgelaufen, ne? Naja, der königliche Erlass ist auch fertig. Zwei Abkommen sind auf jeden Fall abgelaufen. Ramses, wo bist du? Hier hin. Zu großem bestimmt. Immer weiter. Hallo, Farafa. Ich weiß, wir haben irgendwann vor zig Runden Frieden geschlossen, aber jetzt bin ich wieder am Start. Du hast hier doch Fadi geärgert, ne? Ja, da haben wir einen Handelsposten. Das ist eine Festung. Und das ist ein Beobachtungsposten. Also, ein Turm hat er nicht. Gehört das da noch mit dazu? Das ist schon eine andere Region. Der hier vier hat? Kann das sein? Ist möglich? Wir haben ja das hier auch noch, falls er mich angreifen sollte. Das geht immer noch zwei Runden. Kommt ein harter Marsch dran. Liegt vor uns. Bam. Wir brechen auf! Hallöchen! Ramses wollte hier mal vorbeischauen. Der hier, der verfolgt mich doch, das sehe ich doch richtig, oder? Ja, wie gesagt, jede Menge Aktionen hier noch. Ja, erstmal den königlichen Erlass, das ist am schnellsten erledigt, weil wir wollten ja hier die Linie weiter runtergehen, wegen dem Unterhalt. Ja, lokale Gottheit. Wir haben leider noch keinen neuen entdeckt. Also nehmen wir den Reh. Ich werde euch durch den Sieg ehren. So. Oh. Bei dem haben wir halt so viel, dass wir ihm auch einen General geben könnten. Bin ich aber ganz ehrlich, mache ich nicht, weil ich den Gott halt einfach nicht so geil finde. Und wenn man ihn dann wieder wegnimmt, dann hat er ja leider einen Malus. Nee, das machen wir nicht. Da sind wir. So. Das Zentrum des Wohlstands und der Macht Ägyptens. Der Vizekönig von Kusch ist weg. $285, eine Hofaktion. Der hat halt Goldeinkommen. Oh, ich darf nicht. Ach so, wir können nur zum Horus geleiten. Stimmt ja. Dann machen wir hier die Intrige. Tratschen. In der Wüste lernen wir neue Freundschaften zu schätzen. Dürfen das jetzt zwar nicht machen. Jetzt mit Komplott aus. 41%, das ist halt einfach zu wenig. Achso, war ja der richtige. Komm, dann tratschen wir hier halt nochmal. Ich möchte euch fast die Hand geben, Ägypter. Was haben wir denn noch?
Tauschabkommen. Wie gesagt, da ist nur der General einsetzen. Ich glaube, ich nehme erstmal die. Die Siedlungsverbesserung, weil da geht nochmal Produktion nach oben. Und einen Bauplatz kriegen wir halt dazu. Den letzten, den wir noch brauchen. So. Der nehmen wir noch ein paar Bau, die wir machen können. Den wollten wir ja erstmal nicht. So, was wird mir hier noch was pushen? Nee. Diplomatische Beziehungen, Baukosten. Hier gibt's Legitimation und dann nochmal Produktion nach oben. Rekrutierung. Bronze haben wir hier nicht. Nahrung hätten wir. Und da hakt's ja immer so ein bisschen, ne? Was gibt's denn noch? Nahrung einkommen, 190 Bewässerungsgraben. Ja, den gönne ich mir. So, ein Hedge können wir auch was machen. Hat nichts mit Produktion zu tun. Dann nehme ich hier auch erstmal die ganz große Stadt. Ich glaube. Das kann ich doch sicherlich immer noch nicht. Nee, kann ich noch nicht bauen. Ja, dann wären wir hier wieder so weit, die Runde einmal abzuschießen. Das schaffen wir noch am Ende der Folge. Wenn jetzt natürlich noch eine Schlacht kommt, wird es eine lange Folge. Helfen sich alle Ägypter, Kanaanäer gegenseitig. Und ich werde in der nächsten Runde den nächsten Krieg anfangen. Da könnt ihr euch schon mal sicher sein. Es kam mir am Anfang immer so vor, als wir die Völker da so sortiert durchlaufen. Jetzt scheint es irgendwie durcheinander zu sein. Da waren eben gerade schon die ersten Hittiter zwischen. Die haben ihre Probleme da gerade erstmal geregelt. Und wie gesagt, er ist jetzt gerade mit einer Armee da und wir greifen gleich die Farafra an. Ich hoffe, er steigt mit ein. Und hilft uns dann. Per Amune ist aber ganz schön weit weg von seiner Region. Aber er kann sich ja auch immer darauf verlassen, dass die Seevölker eher mich angreifen. Aber ist auch nicht schlimm. Dadurch kriegen wir schön Action. Solange die Luca nicht kommen, ist mir alles recht. das hat er geblickt. Jetzt zieht er sich in seine Stadt zurück. Und das ist ja auch eine richtige, ne? Die müssen wir belagern.
So, Ashkelon nutzt wieder die Ramses A2. Das ist doch der, der uns geholfen hat, oder? Diese Sichem, oder war es ein anderer? Ja, Tyrsener sind schon durch. Kaskäische Eindringlinge. Die Zivilisation ist wahrhaft untergegangen. So, da sind wir in der neuen Runde angekommen und haben hier das Ende der Folge erreicht. In der nächsten Runde, wie gesagt, werden wir den nächsten Krieg starten und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, bis denn und ciao.